Bei der Aufgabe ist es eigentlich nur wichtig, dass wir den Maßstab richtig anwenden. Maßstab 1 zu 200 heißt um 200-fache Verkleinerung. Das heißt, aus 26 Meter müssen wir geteilt durch 200 rechnen. Wenn wir es in Zentimeter umrechnen, das passen die Nullen ganz gut, dann sind es 2600 Zentimeter geteilt durch 200. Die Strecke sind also noch 13 Zentimeter. Dementsprechend sind es hier 6 Zentimeter und hier 10 Zentimeter. Nur so als Tipp und auch ganz wichtig, wir dürfen natürlich diese Strecken, die wir gerade berechnet haben, für den Maßstab natürlich für die spätere Berechnung nicht mehr verwenden. Ist ja nur eine kurze Zeichnung im Maßstabsgetreu gelten. Für die Rechnung tun dann die Angaben von da oben. Gut, bei der Aufgabe 2.2 geht es ziemlich seicht los. Wir müssen die Strecke AC bestimmen. Seicht deswegen, weil es ziemlich schnell geht. Wir haben die gegenüberliegenden Winkel gegeben und die beiden Seiten. Klick mich da jetzt durch, das ist nämlich der Kosinussatz. Eine Seite oder zwei Seiten und ein Winkel ruft einfach nur danach. Und hier muss ich einfach nur noch beachten, dass ich das Ganze unter die Wurzel setze, das Endergebnis, weil ich ja eigentlich noch CD² dran stehen habe. Bei der anderen Aufgabe, also wenn wir hier den Winkel BAC bestimmen wollen, das ist dann der untere hier, in dem unteren Dreieck, da wende ich jetzt geschickterweise einen Sinussatz an, geht natürlich auch mit dem Kosinussatz, ist nur ein bisschen umständlicher, weil beim Kosinussatz nach dem Winkel auflösen erfordert ein paar mehr Äquivalenzumformungen. Also wenn ich das Ganze über den Sinussatz löse, dann lege ich den Sinus vom Winkel BAC, also den Winkel, den ich suche, gegenüber von 12 Meter. Und dazu nehme ich einfach den Winkel, den ich habe, Sinus 85 Grad zur Seite AC. Das löse ich auf, indem ich auf beiden Seiten mal 12 Meter multipliziere. Ich könnte auch über Kreuz multiplizieren, dann wäre das Ganze etwas umständlicher, ein Schritt mehr. Also indem ich einfach nur den 12 Meter aus dem Nenner rausnehme, also mal 12 Meter auf beiden Seiten, bekomme ich das auch schon hin. Und dann muss ich noch den inversen Sinus von diesem Term rechts nehmen und natürlich auch links, dann fällt der Sinus hier weg und damit habe ich den Winkel. Aufpassen, das Ganze muss wieder in Klammern gesetzt werden, damit der komplette Term den inversen Sinus kriegt. Wenn ich das nicht machen täte, in Klammern setzen, dann würde 12 Meter keinen inversen Sinus kriegen und das ist ja nicht beabsichtigt. Es muss die ganze Seite den inversen Sinus kriegen. Damit habe ich einen Winkel, beim Sinus gibt es immer noch einen zweiten, aber der ist hinfällig, weil klar ist, dass der nicht so groß sein kann, aber immer noch bedenken, beim Sinus gibt es zwei Ergebnisse. Bei der Aufgabe 2.3 habe ich jetzt diese Größen schon mal eingezeichnet, die wir gegeben haben. Zuerst müssen wir jetzt die Strecke CD bestimmen. Die ist jetzt im oberen Dreieck auch relativ einfach mit einem kleinen Kniff. Wir haben ja wieder die zwei Seiten da gegeben. Das ruft ja schon wieder danach, dass wir eigentlich nur noch den Winkel da unten brauchen, um einen Kosinussatz hinzukriegen. Den Winkel da unten haben wir noch nicht, aber den können wir ganz leicht bestimmen, denn der große 65 Grad minus den kleinen muss ja den Restwinkel hier ergeben. Und jetzt können wir CD² berechnen, müssen aufpassen, dass wir am Schluss nochmal die Wurzel ziehen und wir kommen 17,62 Meter. Wenn wir diese Strecke CD haben, könnte man meinen, dass man DCB ganz leicht bestimmt. Aber das ist tatsächlich ein bisschen umständlich, weil der Winkel DCB ist der ganze Winkel. Also der besteht, geht durch quasi zwei Dreiecke durch und genauso müssen wir es auch berechnen. Zuerst den Winkel im oberen Dreieck und dann den Winkel im unteren Dreieck und die beiden dann zusammenzählen. Also DCA und ACB, also den Winkel und den Winkel. ACB unten, der ist relativ leicht. Wir haben 85 Grad und wir haben 25,6 Grad Innenwinkelsumme im Dreieck. Müssen wir dann nur noch von 180 Grad beide abziehen und dann haben wir schon den Winkel da. Der zweite Teil, da gehen wir einfach nochmal ins obere Dreieck, kommen aber auch relativ schnell, relativ weit. Wir brauchen in dem Fall auch wieder einen Sinussatz, denn wir brauchen diesen Winkel und die gegenüberliegende Seite ist gegeben. Also der Winkel, der gesucht ist, zu 20 Meter, verhält sich wie der Winkel hier unten, den haben wir gerade oben schon bestimmt, zu der gegenüberliegenden Seite, die wir gerade eben bestimmt haben. Auch hier wieder auf beiden Seiten mal 20 Meter, da steht's. Und dann habe ich jetzt gleich im nächsten Schritt den inversen Sinus einfach gleich dazu genommen und damit erhalte ich meinen Winkel DCA. Noch nicht fertig, wer sich erinnern kann an diese Aufgabenstellung da dran. Wir müssen beide Winkel noch zusammenzählen und dann erhalte ich mein Endergebnis.